willkommen, liebe Zuschauer. Kurz nachdem gestern die Golden Globes-Nominierungen raus waren, wurde gleich mal ordentlich gefeiert. Penelope Cruz und Daniel Day-Lewis dürfen sich Hoffnungen machen und waren gestern in New York. Dort feierte das Musical Nine Premiere, das übrigens ebenfalls für einen Golden Globe nominiert ist. Eine der weltbesten Sopranistinnen war zu Gast in Wien. Montserrat Caballé gab ein großes Weihnachtskonzert. Mit dabei waren auch die Wiener Sängerknaben und Albano. Sie wissen schon, die früher bessere Hälfte von Romina Power. Zwischen dem Italiener und der Spanierin Caballé gab es weder sprachliche noch sonst irgendwelche Barrieren. Sie verstehen sich ausgezeichnet, wie meine Kollegin Nanni beobachten konnte. Und wir schauen auf andere Prominente, die uns heute aufgefallen sind. Hier sind weitere Leute heute. Daniel Brühl feierte gestern mit Lila Lila Premiere. Bei diesem Filmtitel war schnell klar, welche Farbe der Premierenteppich in Berlin haben würde. Mit dabei war auch seine hübsche Filmpartnerin. Katharina Jakob, es ist schon erstaunlich. Obwohl sie ihre Rolle in Der Bulle von Tölz schon vor 5 Jahren gekündigt hat, ist sie für viele immer noch die Kommissarin. Aber wussten Sie, dass Frau Jakob auch eine sehr erfolgreiche Kabarettistin ist? Nächste Woche tritt sie in München mit einem Weihnachtsprogramm auf. Meine Kollegin Jutta war mit ihr auf einem Weihnachtsmarkt. Klingt gut. Bei uns gibt es noch keine Schlampertage. Wir sind morgen wieder für Sie da. Und ich möchte Ihnen auch schon mal etwas Lust auf Samstag machen. Dann gibt es nämlich nicht nur Leute heute, sondern die Leute des Jahres. Und diese gehören dazu.